Warum hängen hier überall Schweine oder liegen hier rum? Gibt es hier irgendwie so ein Schweinefest oder so? Ich weiß ja nicht. Aber ich glaube, zu der Zeit hat man ganz gerne Schweine gegessen, die verhungern werden. Dasselbe gilt auch für die Kuh oder das Schaf oder so. Ja, es gibt immer irgendwelche Völker, die irgendwas nicht essen. Aber hier hat man offenbar gerne Schweinefleisch gegessen. Weil sonst würden hier nicht so viele Schweine hängen. Würde ich mal so behaupten. Und ja, jetzt gehen wir wieder zur nächsten Quest. Sequenz 9, Erinnerung 1, junger Zeit. Paris ist fest im Griff einer Hungersnot und das scheint alles Teil von Germans Plan zu sein. Findet den Verantwortlichen und setzt dem Ganzen ein Ende. Gut, machen wir. Ich setze dem ein Ende. Dann mache ich mal. Le Marais, 31. Oktober 1792. Was weißt du über Getreidehändler? Freue mich auf dich zu sehen. Die meisten von ihnen sind derzeit sehr arm. Warum? Ich habe eine Spur zu Jana. Er lässt eine Frau namens Marie Getreide aufkaufen und leitet es zu einem privaten Dock um. Marie Levesque? Du kennst sie? Die Levesques sind seit dem dritten Kreuzzug Templer. Marie war die Einzige, die gegen Germains Exil stimmte. Überrascht mich nicht, dass sie zu ihm hält. Hast du eine Ahnung, wo wir sie finden können? Nicht direkt, nein. Aber das bisschen Getreide, das zurzeit Paris erreicht, wird an den Docks am Hôtel de Ville entladen. Klingt gut. Dort beginne ich. Vielleicht also, dass man sich Levesque nennt, finde ich ja äußerst lustig. Hallo, Levesque. Wenn man das auf Deutsch übersetzen würde, der weg. Also, diese Frau ist schneller weg, als man denkt, denke ich mal. Na gut, es ist halt Französisch. Und da ist Levesque ein normaler Name. Im Deutschen klingt das da aber ein bisschen lustig, sag ich mal. So, wir gehen zum grünen Punkt und schauen mal, was es hier so gibt. Oh, wie? Muss ich den jetzt... Ich muss das Boot verfolgen, ey. Wie denn? Ohne Boot oder wie? Oder wie muss ich das jetzt verfolgen? Ich, so schnell kann ich doch nicht schwimmen wie ein Boot. Ach Gott. Ich eben ein Boot. Nicht das Wasser berühren habe ich schon mal verkackt. Ich schwimme dem jetzt hinterher. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt die richtige Devise war. Verringern. Hm. Es geht immer weiter weg. Scheiße, ich glaube, wir haben gleich die Quests verloren, weil das Boot die ganze Zeit hier wegschwimmt. Ich glaube... Oder ich weiß ja nicht. Uiuiui, das ist 80 Meter schon entfernt. Ich glaube, bei 100 würde ich sagen, es wäre bei 100 ein bisschen krass, aber... Eieiei, ein Boot hinterher schwimmen. Da... Ja, Ziel verloren. Da hat man es auch verloren. Gut, ich denke, ich mache es jetzt so, dass ich dann doch am Land eher laufe. Ich denke mal, das ist schneller, als wenn ich hier die ganze Zeit schwimme. Weil, wie gesagt, weil, wie bekannt, schwimmen tut man langsamer, als man gehen kann. Würde ich mal so behaupten. Gut, ich verfolge mein Boot. Was, Hunde? Ich bin kein Hund. Ich frage mich auch, die kennen im Mittelalter bereits das Wort Hurensohn. Ich meine, ich dachte, das ist eher so ein neuartiges Wort. Ich denke mal... Hurensohn, hat man das im Mittelalter verwendet? Weil die Wachen, die sagen ab und zu, boah, du Hurensohn. Ich meine, was gab es denn damals auch schon für eine Gesellschaft hier? War die... Oh. Alter. Nein, ich muss mein Boot verfolgen hier. Oh. So ein Scheiß. Ja, da bin ich gerade so einer Armee in die Arme gelaufen. Das war, glaube ich, auch nicht so optimal. Ich hasse Verfolgungsmissionen im Übrigen. Oder gibt es hier irgendwo ein Ersatzboot? Hallo, jetzt geht er runter. Mann, Junge. Jetzt, du musst das Boot verfolgen hier. Dann verfolge ich Scheiß.
wenn man was verfolgen möchte, muss man auch dementsprechend hier schnell sein und nicht... Ja, jetzt... Ach, ja, kannst hier am Rand so ein bisschen rennen, denke ich. Naja, gut, kann man nicht. Schade. Aber die Möglichkeit wäre eigentlich auch gegeben gewesen. Jetzt, hier rennen schneller. Oh Gott. Renn. Du schaffst das. Ich vertraue dir. Aber das ist gar nicht so einfach, wie man dann vermutet. Doch, ich muss mal eben so ein Boot hinterher. Naja, weil man ja... Man muss ja so eine Entfernung verringern. Und das ist dann auch nicht ganz so einfach. Was leuchtet denn da so? Das macht mich so ein bisschen kirre. Ich weiß auch nicht genau, was es für ein Boot ist. Oh, wir kommen näher. Wir kommen in den Boot. Eieiei. Scheiße. Ja, Zahnexplosion. Was ist das denn? Also eine Zahnexplosion, von sowas habe ich noch nie gehört. Aber kannst mir mal gerne geben. Das interessiert mich ja nicht. Hier ist ein Boot. Kann ich das nicht nehmen? Nee, leider nicht. Und ich glaube, wie viele Leute sind das? 6 oder 10. Ich glaube, die Leute da, die da raus sind, paddeln schneller als ich. Als ich alleine, denke ich mal. Ja, jetzt geh da drauf und hör auf zu schwimmen. Hör auf zu schwimmen, geh da drauf, ey. Ich werd hier panisch, ey. Weil das Boot... geschafft, geil. Achtung! Verzog die Bugleine! Kapitän! Gibt es Probleme? Nein, Madame. Habt ihr eure Befehle? Hier, Madame. Gut. Und mein Befehl lautet, euch zu erinnern, dass einer der Säcke undicht ist. Ja, Madame. Marie Levesque. Okay. Die Befehle stehlen und... Na gut, keine Alarm auslösen ist eine Zusatzquest. Das ist keine Pflicht. Das Wasser sieht gar nicht so tief aus, wie ich dachte. Ups, tut mir leid. Kein Alarm auslösen. Habe ich dann mal schon, denke ich. Oder? Ups. Oder? Nee, kein Alarm auslösen. Soweit eigentlich ganz gut, ne, sag ich mal. Was ist denn hier? Soll ich jetzt hier rüber gehen oder... Nee, kein Alarm auslösen habe ich, glaube ich, verkackt. Oh, scheiße. Ich glaube, das war ein bisschen viel, was da jetzt... Ja, jetzt kommt die ganze Truppe hier. Scheiße. Mann, das Doofe ist, da gibt es ja auch noch die Schießleute. Die sind ein bisschen stark und die machen das Ganze ein bisschen schwer. So, zack. Und der nächste hier, zack, zack. Und weg. Leider ist dort hinten einer, der Sniper, sag ich mal. So. Tut mir leid. Der hat leider den Alarm ausgelöst. Und wo sind die? Oh. Scheiße. Was ist das denn hier? Och. Ich finde diese Sniper in Assassin's Creed... So richtig heftig, ey. Die machen so viel Damage, ey. Oh! Nein, hier sind Sniper. Oh, scheiße. Ja, weg hier. Weg mit dem Sniper. So. Zack, zack, zack. Und da oben ist noch ein Sniper, sag ich mal. Und. Zack, tut mir leid. Ey! Jetzt erstech den doch auch, wenn du auf den drauf springst. Was hat er denn jetzt dabei? Wir plündern den mal. Hat er Medizin? Nein, ein Sniper hat keine Medizin. Das ist wohl klar. Den da müssen wir kurz bestehlen. Tut mir ja leid. 50 F. Und den Rest?
Jetzt muss ich schon wieder aus dem Gebiet fliehen. Eieieiei. Gut. Dann fliehen wir mal und schauen, wo wir jetzt als nächstes hinkommen. Von wo muss ich denn jetzt fliehen? Aus dem ganzen Game-Gebiet raus. Eieiei. Die Adeligen hier wieder. Also als Assassine hier ist man ja schon vieles gewöhnt und deswegen ist einem das egal, wenn man mal kurz angerempelt wird. Puh, Aufgabe abgeschlossen. Sauber. Sequenz 9, Erinnerung 1, die Hungerszeit. Ja, Erinnerung abgeschlossen. Sauber. Dann schauen wir, wo wir als nächstes hin müssen. Wo muss ich denn hin? Ich muss, oh Gott, wenn man jetzt schon wieder die Quest findet und einen ganzen Symbolen, ist das nicht so einfach. Da ist die nächste Quest. Dann markiere ich mir die. Zack. Die Horta. Steht wohl dran, dass es ein bisschen schwerer wird. Aber das ist ja, das macht das Spiel aus. Es wird immer schwerer. Wenn es leichter werden würde, wäre es ja irgendwie langweilig, ne? Oder sinnlos. Wenn man mit dem Schwersten anfangen würde. Spring mal da runter. Fertig. Und war ja nicht ne. Nur eine Kiste? Nö, war hier nicht. Dann schauen wir, wir müssen direkt in die andere Richtung. Ja, ganz toll. Guck mal, da ist der Notre Dame. Stimmt, der sieht ja cool aus. 380 haben wir schon im Café Théâtre. Sauber. Also ich meine, das Café Théâtre, durch unser Café machen wir ja echt Umsatz. Dadurch konnte ich mir jetzt echt viel leisten. Das ist echt ein cooles Café, muss ich mal so sagen. So, wir gehen jetzt mal nach unten. Können wir das? Ja, können wir. Super. Und ja, wir müssen ein bisschen gehen. Die Pont Saint-Michel. Okay. Sorbonne. Ist auch ein neuer Stadtteil, in dem war ich noch nicht so. Ich habe ja auch ein paar Schnellreisen freigeschaltet. Damals hatte ich ja gar nichts aufgedeckt. Ich habe, wie gesagt, sehr viel offline jetzt gespielt. Habe ich einen ganzen Tag gespielt. Mehr als einen ganzen Tag, um das hier alles mal freizuschalten. Und ein bisschen Vorarbeit zu machen, damit ich jetzt auch gute Arbeit leisten kann und die Kampagne fortsetzen kann, weil sonst würde das Ganze auch nicht gehen. Also sonst wäre das ja mies. 90 Meter, jetzt 90 Meter. Ey, wie viele Leute sind hier? Hier sind echt viele Leute. Das war jetzt aber toll. 20 Stück, dann gibt es den nächsten. Naja, sehr schön. Ah, das war geil. Das war das Doppelattentat. Das habe ich als Fähigkeit auch freigeschaltet. Einfach mal springen und wupp, lustig. Ja, Sequenz 9, Erinnerung 2, die Horta. Marie Levesque richtet eine Gala im Palais Luxemburg aus. Infiltriert den Palast und tötet sie, ehe sie einen Aufstand anzettelt. Gut, machen wir. Viel Spaß, machen wir. Männer entluden die Kähne und brachten das Getreide zum Palais du Luxembourg. Wenn das Volk glaubt, dass die königliche Familie in Notzeiten Nahrung hamstert. Aufruhr. Genau das, worauf Germain es abgesehen hat. Madame Levesque gehört dir. Ich suche das gestohlene Getreide und schaffe es weg, bevor es jemand findet. Sei nur vorsichtig. Lass dich nicht schnappen. Hilfe! Hilfe! So helft mir doch! Rück das Pulver raus! Was sollen wir tun, Michel? Könnte ich diese Wache nur in die Finger kriegen?
Herrliche Feier. Ihr habt euch selbst übertroffen. Merci. Und nun entschuldigt mich. Ich muss meinen Mann sprechen. Marile weg eliminieren. Das Gebiet erkunden, für Gelegenheiten sorgen. Wir haben 47 Zugänge, 60 Wachen, 3 Fundstücke und 9 Alarmglocken. Dann schauen wir mal, wie wir jetzt da reinkommen. Oh, scheiße. Mann, jetzt habe ich jetzt Leben verloren dadurch, dass ich jetzt... Oh Gott. Hä, was? Okay. Den töte ich jetzt zuerst. Der hat es nicht anders verdient, tut mir leid. Und das haben wir hier. Nur noch ein paar Leute. Ich meine, wenn es 60 Wachen gibt, dann kann man davon... Dann ist es halt gut, wenn man davon ein paar tötet, finde ich. Und je mehr, desto besser. wo haben wir? Haben wir hier eine Truhe? Nee. Da ist keiner, ne? Nee. Und wo ist diese Levesque? 5. Die ist natürlich in der Mitte. Dann schauen wir mal, dass wir hier reinkommen. Was ist denn hier? Neues Ziel. Das Ziel finden. Toll. Tolles Ziel. Das Ziel finden. Super, wir gehen hier rein und... Nö, da war nix. Da war nix. Tut mir leid. Ups, ich muss dich kurz mal töten. Ja, ich glaube, der Kampf ist ein bisschen laut. Oder? Ich weiß nicht. Der Kampf war laut. Ist es nur einer? Das ist nur einer. Ja, gut. Dann gehe ich da jetzt hin und bringe den um. Ja. Weil ich möchte jetzt keinen Alarm auslösen. Keinen großartigen. Das wäre doof. Hier ist nämlich eine Alarmglocke drinne. Oder? Nee, die ist nicht hier drin. Die ist nicht hier drin. Die ist woanders. Wo ist die denn? Wir warten hier. Und... Oh, eigentlich wollte ich dich jetzt töten, aber da muss ich das leider so machen. Tut mir leid. Das war der Gnadenstoß, wofür ich immer mal wieder Credo-Punkte bekomme. Ist auch mal ganz nett. Plündern. Mais. Ah, der hatte Mais bei sich. Super. Toll. Na? Der war dann auch One-Hit. Tut mir leid. Tut mir leid. Da ist eine Alarmglocke. Hier ist die. Natürlich sabotiere ich die. Sonst wäre ich ein bisschen dumm, finde ich. Wenn ich die nicht sabotieren würde. Ich bin mal so frech und erlaube mir so etwas. Und dann gehe ich mal... Oh, die FPS sind gerade irgendwie stark gesunken. Warum auch immer. Oh, wo? Scheiße. Ja, tot. Die ist mir in die Arme gelaufen. Sauber. François Thomas Germain, wegen Verbrechen gegen den Templerorden werdet ihr verbannt. Jeder, der dem Exilanten Schutz bietet, wird sein Schicksal teilen. Na, de Molay spricht zu mir. Ich kenne seinen Willen, Delasserre. Delasserre! Milady, Besuch für euch. Ich brauche eure Hilfe, Marie. Ihr hattet recht. König Ludwig hat mit allen möglichen Leuten gesprochen. In einem Atemzug verschwört er sich gegen die Revolution. Im nächsten verspricht er, bei ihrer Umsetzung zu helfen.
Gut. Und jetzt heißt es, glaube ich, wieder weglaufen, ne? Tschüss, tschüss. Ich muss mal hier weg. Ich bin weg, ich bin weg. Bin ganz schnell aus diesem Haus raus. Wenn ich das schaffe. Ich muss mich verstecken. Scheiße. Scheiße, versteck dich. Jetzt kommt er hier rein, scheiße. Oder? Fuck. Wie komme ich jetzt wieder hier raus? Scheiße. Okay, den töte ich jetzt. Stirb. Und zack, zack, zack. Und zack. Nein, stirb. So. Weil so einer wäre damals echt schwer gewesen. Oh. Nein. Stirb. Ich möchte, dass du stirbst. Schießt da einer auf mich? Nee, tut's nicht, aber dafür ist der hier umso böser. Oh. Aua. Bam, tot. Ach Gott. Puh, das war mal wieder... Oh, noch jemand. Knapp und... aua. Das war knapp. Und wieder knapp. Und... aua. Alter. Wie viel musste ich da jetzt parieren, ey?